Tief unter der Erde liegen hier wertvolle Reserven. In Haidach, in der Nähe von Straßwalchen, an der Grenze zu Oberösterreich, befindet sich die größte Erdgaslagerstätte Österreichs. Noch sind die einzelnen Lagerfelder unterschiedlich gefüllt. Mit 94% fast voll ist nur Haidach 5. Hier liegt das Gas der Salzburg AG. Wir haben etwa 90% Füllspeicherstand, da denken damit gut über die Heizperiode zu kommen. Aber wir haben auch alles unternehmen müssen, um dieses Gas zu sichern. Jetzt geht es tatsächlich um die Versorgungssicherheit. Dass der Speicher so gut gefüllt ist, hat seinen Preis. Zum Teil haben sich ja zum Vorjahr die Preise im Einkauf um das 4-5-fache erhöht. Wir schauen auch weiterhin, wie sich die Marktsituation entwickelt. Aber generell muss man sagen, es gibt eine sehr hohe Preissituation bei Gas und auch bei Strom. Über die Versorgungslage macht sich am Dienstag auch die Politik ein Bild. Bundespräsident Alexander Van der Bellen besichtigt gemeinsam mit dem CEO der Salzburg AG, Leonhard Schitter, Haidach 5. Weil immer weniger russisches Gas durch die Pipelines fließt, sieht Van der Bellen die Bundesregierung in der Pflicht, andere Quellen zu suchen. Schnelle Antworten bei dieser Komplexität soll man nicht erwarten, auch nicht von der Bundesregierung. Aber ich habe den Eindruck, sie bemühen sich redlich und es liegt in ihrem eigenen Interesse auch, was auf die Beine zu stellen. Es liegt einfach in unser aller Interesse. Das Gas im Speicher Haidach 5 kommt nur noch zu 40% aus Russland. Weitere 40% sind norwegisches Gas. 20% kommen aus Österreich.